Da hinten, das ist wirklich eine Ratte. Zigarette, Trockenfleisch und eine Brause. Hier hat sich jemand sehr gemütlich eingerichtet. Da ist noch gebratenes Fleisch am Feuer. Ich könnte selber mal wieder Fleisch braten übrigens. Zigarettenpackung. Jemand hat sich hier sehr gut eingerichtet. Wie viel haben wir denn? Gebratenes Fleisch. War 5. Oh. Okay. Wasserflasche, Mutantenkraut, Asselfleisch. Oh, Resistenzstrahlung. Asselfleischteller. Gibt Gesundheit. Und die Suppe gibt Resistenzstrahlung. Suppe Giftresistenz plus 20. Wahrscheinlich nicht dauerhaft. Steakteller Angriffsstärke. Apfelschnaps gibt ordentlich Gesundheitsschub. Asselfleisch, Setzerbrot. Alter, aua! Au! Oh, du Mistvieh! Boah, was für ein brutales Vieh! So, guck dir mal das Herpes an da unten. Ach, richtige Herpesratte. Okay, was haben wir denn hier Schönes? So. Zu einfach. Natürlich. Alles wie immer. Ah, schade, kein Dietrich erhalten, aber wir haben noch genug. 12 müssen wir noch übrig haben. Haben zwischendurch wieder einen gefunden. Ja, das ist wohl der Feldarbeiter. Metallschrott, Dankeschön, ein bisschen Eisenerz. Magnesiumfackel und Hubert. Oh nein, nicht Hubert. Oh, Hubert, warum nur? Was ist nur mit Hubert geschehen? War es die eine aggressive Ratte? Nee, ne? Oh Gott, ich sehe, was es ist. Es ist ein Greifer. Es ist so ein Grabscher. Ja, da bin ich aber erstmal raus. Verstehe, wie das passieren konnte. Tja, tschüss. Ist das ekelhaft da drin? Da kommen wir später nochmal wieder. Das sind bestimmt die Alps. Wäre gar nicht mal so unspannend, wenn man sich verstecken müsste, wenn die auftauchen. Da ist nix, okay. Da hat nur jemand versucht, sich eine kleine Festung zu bauen, glaube ich. Hier, also ein kleines, ganz kleines Häuschen. Das Vieh mache ich platt! Ja, das wollte ich vermeiden. Oh, scheiße. Ich habe gerade einen Heiltrank genommen. Scheiße. Ja, gut. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen, aber das sah so aus, als würde man einfach... Wir hätten ihn noch fast geschafft, glaube ich. Metallschrott. Nein, nicht klettern. Hier Eisenerz. Magnesiumfackel.
Hier war doch noch eine Feldarbeiterin, ne? Ich will da ehrlich gesagt nicht näher ran als nötig an das Viech. Wir werden später wieder kommen. Wir werden später wiederkommen. Okay, okay, okay. Ach, Mist, das mit dem Viech eben. Wir hätten es schaffen können. Wäre auch cool, wenn man sich verstecken müsste, wenn die kommen, ne? Weil die einen sonst abschießen. Oh, guck mal, den greife ich mal schnell an. Wobei, wir hätten ihn fast geschafft. Ja, wollen wir mal auch nochmal festhalten. Fast hätten wir den geschafft. Ich wollte mir gerade noch einen Heiltrank reintun und dann wäre es sein Ende gewesen. Aber dann war es mein Ende, weil der Heiltrank zu spät kam. So, das hat man schon alles, ne? Genau, genau, das war hier. Der Trading Place früher mal. So, Vicks Karten haben wir, die ID-Karten. Vic haben wir nicht gefunden. Naja, eigentlich schon, aber... Nicht mehr in einem Stück. Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Wie soll das alles bloß enden? Ja. So, speichern. Lass mich damit in Ruhe. Wo ist denn der Kollege? Outlaw? Hier wird man dauernd angebaggert. Na, nicht von mir. Kannst du aber glauben. Davon will ich gar nichts wissen. Wo ist er denn? Du bist doch verrückt. Ja, das sagt man mir nach. Aber wo ist denn der Kollege? Wenn das jemand hört. Das glaube ich ja nicht. Der war doch immer hier. Der stand... Interessant. Ach, da sitzt er. Okay. Nee. Bis später. Ist er nicht. Ich habe jetzt keine Zeit. Natürlich nicht. Komm, ich gönne mir erstmal ganz kurz ein Stückchen Fleisch. Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Sowas aber auch. Tja. Bis später. Ja, Schusen. The Schusen One. Ich meine, wir haben ID-Vorlagen, aber wir haben keine IDs. Der Typ ist weg. Also, vielleicht ist er drin. Vielleicht ist er im Haus. Ich guck mal im Haus. Oder der steht vorne vorm Tor, aber da wäre es super auffällig, ihm die IDs zu geben, ne? Ist das dein Ernst? Da ist er. Hunter. Also. Vic ist tot, aber ich habe die ID-Karten bei seiner Leiche gefunden. Er ist tot? Ach, scheiße. Mhm. Hat er sich wieder mal nicht damit zufrieden gegeben, nur leerstehende Ruinen zu durchsuchen, was? Er konnte es einfach nie lassen. Frauen oder wertvolle Sachen. Da ist er immer durchgedreht. In Kombination konnte das Böse enden. Naja, wie dem auch sei. Gib mir die ID-Karten. Ich muss sie noch auf dich anpassen. Jo, ein ganzes Paket sogar. So, fertig. So, na dann. Gib mir die gefälschte ID. Alles klar, warte kurz. Dein Bild muss dann noch eingespeichert werden. Okay. So, fertig. Hier hast du deine ID. Und hier hast du die ID für Cooper. Bring sie zu Cooper und achte darauf, dass die Kleriker nichts davon mitbekommen. Wenn Cooper seine ID nicht bekommt, ist er in der Stadt gefangen. Oder schlimmer noch, wird von den Suggestoren zu Gemüse verarbeitet. Hm. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Also das mit der Suggestion ist quasi immer so, dass man Leuten ein bisschen was einreden kann, ja? So ein bisschen so Mind-Playing-Tricks. Huch. Ach, Bombi. Ach, er schon... Ja, er schon wieder. Ich werde dich im Auge behalten. Mal gucken, wie lange noch. Trägst bald zwei Augenklappen. So, gespeichert haben wir. Halt! Oh. Keinen Schritt weiter. Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Ja, Moment. Ich frag mal. Ich habe gehört, dass ihr die Menschen in der Stadt gefangen haltet, wenn sie sich nicht ausweisen können. Das ist richtig. Niemand ohne gültige ID darf die Tore der Stadt betreten oder verlassen. Jemand, der sich nicht ausweisen kann, könnte sich auch eingeschmuggelt haben. Wir können es nicht riskieren, dass sensible Informationen in die Hände des Feindes gelangen.
Also halten wir jeden, der raus will und sich nicht ausweisen kann, hier drinnen fest, bis geklärt ist, wo seine ID ist. Stellt sich heraus, dass er gar keine ID besitzt, dann kümmern sich unsere Suggestoren um ihn. Wundert er sich denn nicht, dass ich, wir hätten, glaube ich, in... Ist das die Stadt, in die wir hätten reingehen können mit dem Typen, mit Rainer? Oder Rüdiger, wie hieß er nochmal? So, ich habe eine ID. Wundert er sich denn nicht, dass ich frage? Aber hier, ich frage mal das hier. Was ist ein Suggestor? Unsere Suggestoren sorgen dafür, dass es in unserer Stadt friedlich bleibt. Wenn jemand Probleme macht, dann wird er entweder aus der Stadt geschmissen, suggestiert oder beides zugleich. Aber keine Sorge, bei einem guten Suggestor merkst du nicht einmal, was passiert. Du änderst einfach nur deine Meinung. Okay. Ich habe eine ID. Lass mich durch. Zeig her, ich muss sie überprüfen. Halt, warte mal. Du warst doch schon mal hier und hast mich gefragt, woher du eine ID bekommen kannst, richtig? Dann erzähl mir doch mal, woher du diese ID hast, Freundchen. Sie ist gefälscht. Gregor ist misstrauisch. Zu Recht, ich habe sie gefunden. Sie gehört meinem Bruder. Aber das ist doch meine. Das ist meine, ich hatte sie nur verlegt. Das ist meine, ich hatte sie nur verlegt. Da du nicht zu diesem Wüstenpack gehörst, will ich dir mal glauben. Wir haben schon mehr als genug Outlaws in der Stadt. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen. Wenn du jemanden triffst, der sich illegal in der Stadt aufhält, meldest du ihn am besten bei uns. Erich wird sich um solche Fälle kümmern. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich doch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Ja, vielen Dank. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber dass wir jetzt sogar schon Alpseparatisten in die Stadt lassen, widerstrebt mir. Auch wenn die Stadt eine Zuflucht für jeden sein soll und ich meine Befehle habe, bin ich damit nicht einverstanden. Ja, das verstehe ich. Hier erstmal. Es sind Separatisten in der Stadt? Ja, so habe ich auch reagiert. Sie behaupten nicht mehr zu den Alps zu gehören, aber diesen unreinen Wesen kann man nicht trauen. Einsperren und auf Elex-Entzug setzen, so lange bis sie nur noch Gemüse sind, das sollte man mit ihnen machen. Man munkelt, sie hätten ihr Hauptquartier irgendwo im Osten von Abessa. Eigentlich müsste man sie aufspüren und den ganzen Laden da aufräumen, wenn du mich fragst. Nur ein toter Alp ist ein guter Alp. Okay, gut, dass ich nichts erwähnt habe. Wo finde ich Erich? Geh einfach den Weg geradeaus in die innere Burg. Dort solltest du auf ihn treffen. Wer ist denn Erich? Wieso frage ich plötzlich nach Erich? Hä? Du hast das Konzil von Magallan erwähnt. Richtig. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Alois. Ich habe noch nie großartiges Interesse an der Vergangenheit gehabt. Okay, ja, aber wer ist denn Erich? Aber ist egal, wer ist denn Alois? Wer ist Alois? Alois ist der Judikator, der den Vorsitz über die Stadt hat. Du findest ihn im großen Raum in der Burg. Nicht zu verfehlen, da wo die Generatoren drin sind. Okay, huch. Ja, dankeschön. Danke. Dankeschön. Jetzt aber. Und wir sind drin. Hallo, Wache. Coole Rüstung. Nice. Die Kuppel brauchen sie wegen der Alps, oder was? Aha, aha, aha. Ein Separatist, wie es aussieht. Separatistin, ja. Dass die Separatisten nicht auf Elix-Entzug sind, das wundert mich. Outlaw. Oh. Können wir alles mitnehmen? Damals wäre er dafür nicht bestraft worden. Mich lässt das total kalt. Was denn? No. Ich halte mich da raus. Schlafsack. Aha.
Da ist verboten, aber hier draußen nicht. Jetzt zerbricht dir doch darüber keinen Kopf. Keinen Kopf? Hat man mehrere? Oder deinen Kopf? So, ich speichere mal ganz kurz. Nicht zu den Generatoren gehen. Aber ich weiß nicht, was die Generatoren sind. Oh, es war verboten. Ich hab aus... Das war schon eine Reaktion, dass mir... Oh, kann ich... Oh, kann ich die bitte nehmen? Und ausrüsten? Dann spiele ich direkt durch. Ja, sieht alles so ein bisschen aus wie bei, ja, sagen wir mal, Wolfenstein, ne? Ist ja nur zum Säubern. Hinsetzen, Hocker. Okay, Cleanbot. Zu einfach. Na, da ist ja auch nicht viel mehr. Mechanikermütze haben wir jetzt immerhin. Propaganda. Mhm, das ist wieder das, ja. Hinsetzen, Hocker. Hier ist aber sonst nichts. Eine Minute in der Stadt schon wieder geklaut. Das ist einfach unfassbar. Was ist denn mit uns? This side up. Aha. Okay, nochmal speichern. Man will ja nicht erwischt werden. Oh, eine Wasserflasche. Die sind selten. Kleiner Elixier. Ich behalte dich im Auge. Hat das Duras gesagt, oder wer? Sonst müssen wir den draußen stehen lassen. Wenn der es nicht mag, dass wir klauen, dann lasse ich den draußen stehen. Achtung, Diebe. Hat dich jemand eingeladen? Entschuldigung. Das war nicht Duras. Okay, dann ist gut. So, hier Outlaws. Das ist schon verdächtig. Also, alle wohnen hier. Hey, Paige. Ah, Frischfleisch. Mhm. Nenn mich nie wieder so, sonst fängst du dir eine. Ach komm. Es ist mir auch egal, dass du eine Frau bist. Beruhige dich, Großer. Das war nicht böse gemeint. Wie hast du bloß die Kuppelwachen umgangen? Oder haben sie dich aus Mitleid reingelassen? Mhm. Du wärst nun mal nicht der Erste, der hier Unterschlupf sucht. Jedenfalls freut es mich, auf ein neues Gesicht zu treffen. Seit Alois die Sicherheitsmaßnahmen verschärft hat, sehe ich die immer gleichen Fressen. Da bist du genau der frische Wind, den ich gebrauchen kann. Warum bist du hier? Weil man hier für gewöhnlich einen Haufen Splitter machen kann. Oh. Die Nähe zu den Alp sorgt dafür, dass die Leute nervös sind und in ihre Sicherheit investieren. Gerne auch zu überhöhten Preisen. Und genau da komme ich ins Spiel und versorge sie mit Waffen. Jedenfalls bis vor kurzem. Mittlerweile hat man mir innerhalb der Kuppel das Handeln verboten. Okay. Woher beziehst du deine Waren? Das meiste direkt aus Tavar. Was die dort mit einem Schraubenschlüssel und ein paar Handgriffen hinkriegen, lässt sich gut verkaufen. Womit ich auch schon auf das nächste Problem zu sprechen komme. Ohne ID-Karte ist es unmöglich, an den Wachen vorbeizukommen. Dummerweise habe ich meine aus der Hand gegeben. Und was macht eine Geschäftsfrau ohne Geschäft? Sie erzählt Kerlen wie dir, wie ungerecht die Welt doch ist. Mhm, merke ich schon. Nochmal zu deinem Handelsverbot. Ja, ja. Komm mir jetzt nicht damit, dass der Handel mit Waffen eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Hä? Was bitteschön machen ein paar Waffen mehr oder weniger schon aus? Sollen wir etwa mit Steinen nach den Alps schmeißen, wenn es losgeht? Nichtsdestotrotz hat man alles konfisziert und eingeschmolzen. So sieht die angebliche Neutralität aus, die hier herrschen soll. Mist. Ich wollte was kaufen. Hört sich für mich an, als bräuchtest du Hilfe. Das hast du gut erkannt. Wer glaubt, ich lasse mir das einfach so bieten, irrt. Da ich aus Tavar in nächster Zeit kaum Nachschub erwarten kann, musste ich andere Quellen auftun. Nimm diese Separatisten zum Beispiel. Sie führen hochwertiges Zeug mit sich herum. Und einer von ihnen, Radok heißt er, hat auch durchaus Interesse daran, mich zu beliefern. Aber ich muss jemanden finden, der hier frei ein- und ausgehen kann. Er hält sich nämlich in sicherer Entfernung von der Kuppelstadt auf. Hm. Und da ich hier nicht weg kann,
läuft mein Geschäft erst wieder, wenn der Kontakt hergestellt wurde. Das verstehe ich. Vertraust du jedem deine Pläne an? Denkst du, ich habe Angst, dass du mich bei den Klerikern anschwärzt? Selbst wenn du mich verpfeifen solltest, ohne Ware steht dein Wort gegen meins. Und so wie ich das sehe, führen wir hier nur ein Gespräch über das Recht und Unrecht dieser Welt. Hm. Ich könnte dir beim Waffenschmuggel helfen. Eigentlich spricht nichts dagegen. Du bist kein Kleriker und du bist neu hier. Das reicht, damit ich dir vertraue. Also, Folgendes ist zu tun. Verlass die Stadt und such Radok auf. Da er nicht die Verbindungen wie ich vorweisen kann, sitzt er auf seiner Ware und wird sie nicht los. Schwatz sie ihm ab und bring sie mir. Okay, und ja. Wo soll ich nach Radok suchen? Das Hochland ist groß, aber bei unserer letzten Unterhaltung sagte er mir, er bricht nach Nordosten auf. Er erzählte irgendwas von einer kaputten Windkraftanlage oder so. Such die Gegend dort nach ihm ab. Mit Glück hält er sich dort noch auf. Nordosten, sagst du? Na gut, aber erstmal... Eine Schande ist das. Ah, hier ist wieder Clown. Verdammt. Ich will ja niemanden bestehlen, wenn er es merkt. So, gibt's hier noch was Schönes? Nicht. Viele Vorräte, aber nichts für uns. Leider, leider. Was willst du hier? Nichts. Ich suche nur freundliche Menschen, mit denen man reden kann. Einen schönen Plausch. Separatistin? Ja. Okay. Achtung, Diebe? Hä? Das muss ich mal lesen. Achtung, Diebe? Was passiert denn hier? Ein Steckbrief zur Wachsamkeit aufruft. Bewohner der Kuppelstadt, die akute Serie von Diebstählen mahnt zur Wachsamkeit. Darum haltet euch an die Weisungen der Obrigkeit, lasst eure Wertsachen nicht unbeaufsichtigt, traut keinem Unbekannten, meldet alle verdächtigen Aktivitäten. Wer sich mit Dieben gemein macht, wird bestraft. Alois, der Stadtverwalter. Okay, gut, dann, Berserker, auch einer von denen hier, Mechaniker... Mechaniker, Berserker. Oh! Vergiss es. Lucky Seven. Jeden aus. Die Penner können sich aus der Pissrinne bedienen, also spar dir die Arbeit. Was kümmert es dich überhaupt, wen ich bediene? Ich mecker ja auch nicht, wenn ich dich bewirte. Du sympathisierst mit ihnen? So, so. Ich sympathisiere mit niemandem. Ich mache einfach nur meinen Job. Du überlegst es dir besser noch einmal. Sonst. Sonst was? Ein das falsches Wort und die Kleriker schmeißen dich aus der Stadt. Der Kerl hat noch also gib Ruhe. Getaugt. Die Sache ist noch nicht vom Tisch. Ich komm wieder. Dann mach das. So. Und bring zur Abwechslung Splitter mit. Ich bin es leid, ständig anschreiben zu lassen. Boah, was ist der Brabak für ein Zeitgenosse? Mag jetzt schon noch. Hey, komm mal her. Wir beide trinken jetzt einen zusammen. Er hat doch kein Geld dabei. Was gibt es zu feiern? Den Sieg über die Alps. Oder hast du einen anderen Grund? Denn mir ist jeder Grund recht. Hauptsache, ich kann mir etwas in den Rachen schütten. Auf fremde Kosten oder was? Huch, aber erstmal. Sieg über die Alps? Wovon redest du da? Na, der bevorstehende Sieg. Ach so. Oder traust du ihn uns nicht zu? Sag jetzt ja nichts Falsches. Der bevorstehende, klar. Aber hier, ne? Wenn du dich betrinkst, wirst du gar nichts gewinnen. Weißt du was? Es reicht. Reiß das Maul auf, wenn man es schließen sollte. Ich bin so kurz davor, es dir zu stopfen. Aber weil du neu bist, gebe ich dir eine letzte Chance. Gibst du die nächste Runde aus, bleiben wir gute Freunde. Also, was darf es sein? Fresse dick oder Leberschaden? Ich teste mal. Wir haben ja gespeichert. Zeig, was du drauf hast. Ah, ein Kampf. Wunderbar. Das nenne ich gefährliches Halbwissen. Du hast dich verirrt. Ugh!
Oh Mann! Shit! Ich häng fest. Na, mein Freund? Wie hast du das angestellt? Das letzte Mal, dass mich jemand derart verdroschen hat, ist schon etliche Jahre her. Das kommt davon, wenn man sich nur die Schwachen als Gegner aussucht. Ja, ja, strapazier dein Glück nur weiter. Warum bist du nicht in Edan bei den anderen Berserkern? Mit denen habe ich nichts mehr gemein. Früher oder später hätten sie mich eh ins Tal verbannt. Aber da bin ich ihnen zuvorgekommen. Hier bist du frei von lästigen Gesetzen und du wirst nicht zur Arbeit auf den Setzlingfeldern verdonnert, um Dampf abzulassen. Das kannst du hier viel einfacher haben. Wenn es dich also nach Abwechslung verlangt, krall dir einfach einen der Outlaws in der Kuppelstadt. Ihre Bewaffnung ist erbärmlich und im Kampf Mann gegen Mann ziehen sie immer den Kürzeren. Frag mal Riley. Der riecht schon, dass er bald fällig ist. Okay. Warum sollte ich mich mit ihm schlagen? Es ist längst überfällig, dass ihm jemand einen Besuch abstattet. Dieser verlogene Kerl erzählt überall rum, ich hätte mich an einer dieser Ödlandhuren vergriffen. Was er aber verschweigt ist, dass sie sich von jedem hat besteigen lassen. Und als ich meinen Spaß mit ihr wollte, hat sich das Luder geweigert. Also habe ich ihr den hübschen Schädel zertrümmert. Alter! Dumm nur, dass sich die Sache rumgesprochen hat. Und die Wachen mich nicht aus den Augen lassen. Wenn aber ein Neuer einen Streit mit ihm anfängt, würde niemand mich im Verdacht haben und ich kriege, was ich will. Mach ihn also fertig und kassiere im Anschluss bei mir den Lohn dafür. Speichern. Dir mangelt es an Respekt. Du denkst wohl, weil du mich schon einmal geschafft hast, habe ich Angst vor dir. Aber du irrst dich, Bursche. Also verpiss dich aus meiner Sichtlinie oder ich schlage dich zu Brei. Du willst nicht zu Verstand kommen, oder? Ich sag dir jetzt mal was. Deine Hure von einer Mutter wird gleich einen Grund zum Trauern haben. Komm her! Nicht gut. Ich mag den überhaupt nicht, Entschuldigung. Schon gut. Du bist der Stärkere. Ich hoffe, damit ist die Angelegenheit aus der Welt. Also lass mich in Ruhe. Du hältst ab jetzt besser die Füße still. Ich hab's ja begriffen. Wo hast du Riley das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, kam er in doppelter Ausführung. Ich war zu betrunken, um mich daran zu erinnern, da die Wachen keine Sekunde verschwendet haben, mich von ihm fernzuhalten. Aber irgendwo unter der Kuppel wird er schon sein und scheißt sich ein. Und was war das mit Duras? Gefällt das nicht? Willst du mich verarschen? Hat er gerade zugehört bei dem Gespräch? Ich frag nur. Feldarbeiter, gebratenes. Oh, lecker. Was machst du da? Das war nicht illegal. Da stand nicht Stehlen dran. Hey, Riley. Hey, du. Hör mal. Ich habe ein Angebot für dich. Ich bin auf der Suche nach kaputten Energiewaffen, Kettenschwerter und dergleichen. Denn seit ich die Wüste verlassen habe, ist es für mich schwer geworden, an das Zeug zu kommen. Was ich damit sagen will, ist, wenn du etwas findest, bring es zu mir. Ich mache dir gute Preise. Ich will, dass das jemand repariert. Bist du aus der Wüste geflohen? Geflohen? Nein. Mein Aufenthalt hier ist nur konsequent.
Die Wüste ist zwar meine Heimat, aber da wartet auch ein ganzes Heer an Arschmaden, die mir das Leben schwer machen. Hier kann ich mein Talent besser einbringen als beim Duke. Verstehe ich. Welches Talent? Ich kann aus einem Satz Schnürsenkel, einer Büroklammer und Kleber alles fertigen, was man braucht. Also MacGyver. Natürlich nur, wenn mir keiner in die Arbeit reinquatscht oder mir sonst wie an den Kragen will. Was in der Kuppelstadt leider Alltag ist. Seit die Berserker sich immer breiter machen, fliegen die Fäuste. Einer dieser Kerle hat sogar meiner Gefährtin den Schädel eingeschlagen. Und jetzt hat dieses Schwein es auf mich abgesehen. Helfen will mir natürlich niemand. Haben allesamt die Hosen voll. Kann es sein, dass der Berserker Brabak heißt? Genau von dem rede ich. Wegen Brabak. Mit dem bin ich schon fertig geworden. Ja, du vielleicht. Ich aber nicht. Solange ihn niemand davon überzeugt, mich in Ruhe zu lassen, geht mir der Arsch auf Grundeis. Wenn du ihn also dazu bewegen kannst, nur zu. Okay. Lass uns handeln. Alles klar. So, ich muss nochmal wieder verkaufen, ne? Drohnenkontrolle. Aber das brauchen wir doch noch. Ich wollte mal bei Kappes gucken, was wir an Kappes haben. Magnesiumfackel brauchen wir auch noch. Reisetagebuch. Hier unten, okay. Wäre schön, wenn hier irgendwie so unbrauchbare Sachen oder sowas wären. Wie zum Beispiel 22 Öllampen. 9 Besen. 5 gute Becher. 10 gute Teller. 38 Krüge. Ja, ein bisschen was haben wir schon dabei. Gutes Messer. Goldener Kelch, nice. Kelch. Schatulle, noch eine Schatulle. 2 Spielzeugautos. 11 Geldbündel. 13 alte Münzen, schön. Klopapier, Spielzeugauto, noch mehr Klopapier. 509 Zigaretten. 5 Hammer. Und ich glaube, die Verbandtaschen können wir auch verkaufen, ne? Ich glaube, aber steht voller nützlicher Sachen, aber sind die nützlich? Kann man das gebrauchen? Ich behalte es erstmal. Ich akzeptiere den Handel. Wir haben genug Cash. Mal gucken, ob wir zu Brabak gehen können.